Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Risen 3 Titan Lords. Jetzt müsste ich irgendwie, müsste ich hier hinkommen. Muss ich dafür wirklich ganz außen rumlaufen? Hier durch die Türme durch und dann hier durch. Und dann hier und hier hin. Eine Abkürzung scheint es nicht zu geben. Das ist ja noch weiter. Da ist nämlich unser erster Gegner hier. Außerdem interessiert mich das wirklich, wie die das wohl gemacht haben, wie das aussieht hier. Hier gibt es sowieso keine andere Möglichkeit, einen anderen Weg zu gehen. Die Mauer hochklettern kann ich sowieso nicht. Wäre es überhaupt was bringen? Weiß ich. Vielleicht, wenn man da hochglitschen könnte, aber ich will jetzt mal nicht glitschen. Lippo spielt mal fair. Die Gegner können ja gar nicht glauben. Müssen erstmal eine Pulle Korn ansetzen. Da kann doch nicht sein, Lippo will fair spielen. Das ist so glatt gelogen. Dann wischen die mit ihren Taschentüchern ihre Tränen ab. Das kann doch nicht sein. Beschiss, Lippo spielt hier wieder. Immer die Schrotflinten. Die pulen sich immer noch gerade die Schrotkugeln aus dem Arsch raus. Da kommt da Lippo schon wieder an. So haben die sich ihre Rolle in diesem Film nicht vorgestellt. Immer diese so brennenden Schrotkugeln aus ihrem Ballchen rauszwirbeln müssen. Das ist natürlich der Darstellung wegen, der Performance wegen, damit das auch hier. War da ein Loch in der Mauer? Was? Warte. Ah, ich hätte abkürzen können, vermutlich. Vermutlich auch nicht. So, wenn ich jetzt hier lang gehe, mal gucken, dann bin ich hier in dieser Sackgasse drin. Da komme ich zwar wieder runter, ich komme aber eh nicht rüber. Tippe ich mal. Deswegen wäre es vollkommen Wumpe. Ich muss wohl durch dieses Labyrinth hier durch. Aber was dieses Spiel ja gut macht, man ist wirklich ausgezeichnet beschäftigt. Sagen wir es mal so. Das ist eine riesengroße ABM, das Spiel. Das als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Hört sich ja auf Lilly einzuhauen. Kann doch nicht wahr sein. Springen meine Klinge, Dämon. Niemand legt sich mit mir an. Vor allem die Lilly, die nimmt mir das doch ein Leben lang übel. In ihre anatomischen Argumente, diese ganzen Narben. Das kann doch nicht sein, Lippo. Meine anatomischen Argumente sind jetzt voller Narben. Ich werde dich nie wieder begleiten, du blöder Affe. Da wollte ich nur abgammeln. Da kommt der Lippo an und beschießt den wieder. Kann doch nicht sein. Der hat gerade darüber nachgedacht, was spiele ich denn in den nächsten Mannschaftskampf. Mal überlegen. E4, E5. Ich kenne da nicht so gut Theorie. Dann spiele ich am besten dann sofort B3. Der Gegner ist total verwirrt. Verliert grausamst die Partie. Was ist sie? Er kann nicht weiter darüber nachdenken. Der Lippo muss ihn angreifen. Mal gucken, wenn ich da lang gehe. Bin ich da überhaupt hingekommen? Ach so, dann kann ich doch hier rüber. Da gehe ich doch in eine Sackgasse. Obwohl, das ist ja noch größere Mauer. Was spritzt eigentlich bei den Viechern so? Spritzt er das Knochenmark aus den Knochen, wenn ich den treffe? Was ist das denn los hier? Ich kann fairen Kampf. Hallo? Kann doch nicht wahr sein. Der Gegner lacht sich tot. Die hat ja wieder eine bessere Gage rausgearbeitet. Lippo die Lusche, Lilly, die hat ordentlich mal ihre Arbeit gemacht. Die verdient jetzt auch ein bisschen mehr. Komm, lass uns das Lagerfeuer setzen, Lilly. Gib dir eine Brustmassage. Oh, das ist aber sehr gut von dir, Lippo. Da bedanke ich mich doch. Hier, sammel die Fleischkeulen auf. Nach Piratenmanier. Zwirbeln sie erstmal den Rum in die Binde. Das hat doch so nah am Feuer gelegen. Warum ist das nicht gebraten, das Fleisch? Und warum kann ich hier nicht den Fleischbrat-Simulator spielen?
Warum stehen in, liegen hier nicht Bücher rum, wie die das Fleisch hier braten? Mit neuen Rezepten. Die sich die bei Piranha Bytes ausgedacht haben. Extra dafür haben sie einen Chefkoch engagiert. Der fünfmal, der zweimal so verdient, so viel Kohle kriegt wie alle zusammen. Ich glaube, ich nehme mal ein Schwert hier, ist ja öde. Hm. Man muss sie natürlich während der Let's Plays in den Szenen rumpoolen. Ups. Entschuldigung, ich habe vergessen, das Schwert zu ziehen, dieser Apfel. Ich muss ihn umbringen, da kann doch nichts. Ah, vergiss gerade seine Schrotpistole zu ziehen, da habe ich gute Chancen. Verdammt, er hat mich getroffen, das kann doch nicht sein. Da schlägt einem das Knochenmark aus den Knochen. Die Patty denkt sich aus, das kann doch nicht sein. Was ist das denn für ein Arschloch? Ich hab den Gegner noch besiegt. Ich will die Skillpunkte an. Na, guck da, Lippo hier an. Zwirbelt er noch einmal kurz einen Kratzer an die Wange und dann. Oh, da lag noch was. Ein Schädel. Ich muss. Nein, Lilly, geh weg. Du warst genug im Bild. Vielleicht wird die nach Möpse wedeln in der Kamera bezahlt. Jedes Mal, wenn die mit ihren Möpsen in der Kamera wedelt, da kriegt die 100 Euro. Da macht die 10 Mal pro Aufnahme. So 10 Mal pro Tag. Da kriegt die 1000 Euro pro Tag. Die ganzen Monster, die kriegen schon das Kotzen. Da kann doch nicht sein, die Lilly wedelt mit ihren Argumenten und kriegt 1000 Euro dafür. Warum habe ich keine Argumente bekommen? Oh, guck mal hier, was ich hier gefunden habe. Da warst du gerade schon, Thomas. Schmiedehammer. Zack, einkassiert. Hopp. Ach, da war noch einer. Ich dachte, ich nur guckt. Das ist aber unfair. Wo kam die jetzt her? Ich habe mich schon mal gewundert. Da wedelt doch immer einer mit meinem Rücken rum. Meine Güte. Ich habe mich schon mal gewundert, was ist das da für ein Gewedel immer in meinem Rücken? Da kamen die auch schon an hier. Das ist natürlich klar, kurz vor den Gehaltschecks, da müssen die Gegner natürlich noch hier unbedingt noch am Start sein. Da kann in seiner Lippo kommt. Wir kriegen doch unsere Gehaltschecks jetzt ausgeliefert. Da müssen wir doch gegen Lippo kämpfen. Da, wie man sieht, da spritzt doch das Knochenmark aus den Knochen, weil alles kann das nicht sein. Dann dieser Blut, und sind die Knochen von denen noch besonders saftig. Kann nicht wahr sein. Und auf die Karte gucken. Hm. Jetzt hier runter gehe, dann hier rüber. Nein, da ist noch weite Wege hier, aber das ist ja nichts Schlimmes. Wo ich wirklich gelesen habe, dass die Leute sich wohl, ja, das moniert haben, ist bei Zagreb 2, also der zweite Teil, das war wirklich ein wunderschönes Rollenspiel. Da waren das aber auch immer sehr weite Wege. Man musste quasi... Ups... Für die Quote, was du musst hier? Ja, da muss er nochmal schießen. Da ließ sie nicht mehr abbrechen, Lilly. Das war quasi so bei Zagreb 2. Das ist so, als würde man... Das war ein viel größeres Spiel. Als wenn man hier anfangen würde, hier würde man losgehen, aber der Questgeber, da wird man ganz hier hinten hin. Dann wäre hier die Quest würde man erledigen. Und dann müsste man wieder ganz zurückgehen zum Questgeber. So war das. Deswegen haben die das moniert, dass das... Da waren zwar auch Schnellreisepunkte, aber gegebenenfalls musste man... Hm. Na, da geht's ja in die falsche Richtung.
Gegebenenfalls musste man doch weite Wege gehen, wenn man die Schnellreisepunkte noch nicht aktiviert hat. Was passiert denn hier? Na gut, da sind aber so viele Gegner. Da ist irgendwo eine Treppe. Der Lippo findet die Treppe nicht. Der kann nur gar nicht sein. Vielleicht kann der Lippo auch... Springen meine Klinge, Dämon! Aber wie soll das denn hier runtergehen? Ach so, da, ne, da geht's auch nicht Richtung Treppe. Da ist doch angeblich doch hinter mir eine Treppe. Und dann soll hier doch noch eine Treppe irgendwo sein, wo ich dann hier... Ja, da muss ich tatsächlich runterspringen. Da bin ich doch dort. Das muss doch in meinem Rücken muss das doch sein. Da vorne muss ich doch hoch. Hier. Da muss ich hin. Aber warum ist das denn so hoch? Das ist in der Karte gar nicht so hoch eingezeichnet. Oh Mann. Das ist ja fantastisch. Superklasse. Ghoul kann dich nicht looten. Hast du doch schon, Alter. Na, 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 na. Ich muss also irgendwie über diese Mauer drüber. Die Frage ist nur, wie das gehen soll. Ich sehe auch keine... Achso, da vorne ist noch eine Treppe. Hatte ich gar nicht gesehen. Ups, ich war weggezogen. Weggesteckt. Durch diese Lücke müsst ihr kommen. Hey! Yo, er schneidet einem Skelett die Gene durch. Das ist natürlich total logisch. Was auch sonst. Ach, da kommt Petty schon wieder angerannt. Ja, Petty, ich will das Skelett hier looten. Guck dir nicht immer auf deine Möpse, die sind eh nur animiert. Springe meine Klinge, Dämon. Ich muss mal irgendwas nehmen. Na, das richtige Menü. Hallo? Kannst aus deiner Ohnmacht wieder erwachen, Petty. So, ich bedanke mich mal fürs Anschauen dieses Videos. Die Zeit ist eh gleich wieder oben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.